Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior Mercenaries oder so, Söldner Gang. Oder besser gesagt, unsere Schrottgang hier. Ich finde, das sieht immer noch unförmig aus. Irgendwie, weiß ich nicht. Eigentlich mal so von oben betrachtet, ist ganz cool. Naja, der nicht. Obwohl, letzte Mission hat er keinen Schaden genommen, ne? Entweder hat er sich lieber zurückgehalten oder... ist auf jeden Fall gut geworden, wer weiß. Achso, das wollte ich eigentlich mal drücken. Die Wartezeit, da müssen wir jetzt nicht hier, ne? So lange warten. So, zerstörerische Agenten. Schwierigkeit 11, Zerstörung. Einer der Städte auf unserem Planeten sympathisiert mit dem Haus Kurita-Spion. Ah. Die Menschen in dieser Stadt rüsten diese Spione nicht nur aus, sondern bieten ihnen auch Zuflucht in der Nähe. Richte genug Zerstörung in dem Ort an, um die Piraten aufzuspülen. Warum? Um die Piraten auszuspülen. Und die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Unterbringung von Spionen nicht in ihrem besten Interesse ist. Auszuspülen? Um die Piraten auszuspülen. Naja, ich glaube, da ist was anderes mit gemeint. Aber ist nicht so schlimm. Bin überhaupt froh, dass das Spiel auf Deutsch ist. Ich wollte ja damals das Strategiespiel spielen. Hab's mir auch damals gekauft. Aber die haben es halt nicht rechtzeitig übersetzt. Das fand ich echt schlimm. Ich habe es bei GOG damals gekauft und die haben gesagt, mit deutscher Synchro oder deutscher Übersetzung, Text reicht mir. Aber leider Pustekuchen. Da war nichts übersetzt. Und dann dachte ich mir, ach komm, die quatschen nicht viel. Starte das Game und auf einmal 10 Minuten nur Gelaber. Und ich verstehe nur die Hälfte. Dann dachte ich mir, das brechen wir mal ab. Das spiele ich irgendwann anders. Und hab's bis heute nicht gespielt. Ich glaube, ich besitze das Spiel schon ein Jahr. Und hab's nicht einmal gespielt. Vielleicht mache ich's hier mal nach. Ist bestimmt ein schlechtes Strategiespiel. Titel habe ich vergessen. Wahrscheinlich MechWarrior Strategie oder so. Keine Ahnung. Alter, hast du direkt für ein Haus gearbeitet oder gespielt. Aber ich weiß auch nicht, warum es ging. Naja. Könnt ihr mal schreiben, ob das Spiel gut war. Aber wenn es nicht gut war, habe ich einen absoluten Fehlkauf geleistet. Nie gespielt und dann auch für scheiße Geld ausgegeben. Aber das kommt mir häufiger vor. Dieses Affenspiel habe ich ja auch gespielt. Von den einen Ubisoft-Typen. Oh, mal Wüstenhintergrund. Ja, das war auch nicht so gut. I'll monitor your progress from the dropship and report when our employer is satisfied with the work. Also, erreiche die Zielgarnison am markierten Kontrollpunkt. Hat sie ja gesagt. So, wir sind ja in einem Gebiet, die ja eh gerade nicht zu unseren Freunden da gehören. Das heißt, zerstören wir mal ein bisschen alles hier. Dass in der Wüste ein bisschen Agrarproduktion hier gut ist. Ah, die Palmen müssen auch sterben. Zerstört die Palmen. Oh, warte mal. Wow! Laufen wir voll rein. Target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Nächstes Ziel. Target destroyed. I got it. Target acquired. Target acquired.
Oh, hier ist ja was. Upsala. Ich laufe da in so einen Geschützturm rein. Raketen los! Our target is now marked. Go get him. Treff ich's nicht, oder was? Oh, halt, stopp! They're operating at reduced efficiency. Ich muss doch nur dieses scheiß Ding da treffen, verdammt! Geht doch, kein Bock dahin zu laufen. Das kostet Geld. Ah, hinter mir, zu mir, zu mir, zu mir. The area is down to half capacity. Keep going. Mac, 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 oh. Das ist ja Stein. Just a wee bit more, Commander. Ah, hat mich noch erwischt. New target acquired. Endlich, meine Fresse. Komm mal gleich, komm mal gleich. Hab da noch was entdeckt. So. Oh, das war ein Panzer. Got another one. Okay. Weiterhin zu mir, auch wenn da hinten ein Mech kommt, wir gehen. Los, los, los. Target acquired. Zu nah? Oh, es sind zwei Mechs. Ah, dann gehen wir, komm. On station. Sind wahrscheinlich zwei kleine, aber es Latte. Rückzug, Rückzug. Los, zu mir. Wir haben unsere Mission erledigt. Following the commander. Los, los, los. Scheiße. Happy you made it out of there alive, Commander. Stand by for pickup. Mist, ich stand schon im Bereich. Ich dachte mir gerade, wenn sie da schon da sind, können wir uns da nochmal zerstören. Ja, die mögen mich nicht, aber kein Mitleben. So, jetzt haben wir immer noch keinen Mac gekriegt hier, ne? Scheiße, ey. Nur wieder Kacksachen. Ich hoffe, wir können das irgendwann mal alles zu Geld machen.
Nur leichte Schäden? Och, wieder super. Ja, alles nur leichte Schäden. Das kann man hier ruhig hier erledigen. Müssen wir jetzt nicht extra rausfliegen. Wie weit sollen wir unseren Ruf denn noch steigern? Schließe Aufträge ab, um deine Kompanie zu erweitern. Sternkarte. Also wir haben ja hier erstmal alles erledigt. Das ist auch schon mal alles gut. So, Kaserne gibt es hier nichts. Also brauchen wir gar nicht gucken. Wir hätten hier noch eine Verteidigungsmission oder hier einen Zerstörungsauftrag. Reisen wir zu unserem Zerstörungsauftrag. Das liegt auf dem Weg. Und bis dahin sind schon wieder ein paar Sachen repariert. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, der Schwarzmarkt bleibt da noch, wenn wir gleich nochmal in den anderen Sektor springen. Oder nächstes Mal nach dieser Mission. Vielleicht können wir da auch Teile verkaufen, die wir... Ich meine, so normale Laser, die haben wir jetzt schon 50 Mal eingesammelt. Wird Zeit, dass wir die mal loswerden. Oh, hier ist auch was dazu gekommen. Überfallauftrag. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, muss ich in diesem Sektor hier bleiben oder kann ich irgendwann auch woanders hin? Kann ich das jetzt schon frei entscheiden oder? Nein, bisher gibt es ja hier Aufträge und... Oh, warte mal. Attentatauftrag. Gucken wir uns erstmal... Oh, hier, 9. Zerstörung. Ih, das ist ja für dieses Haus, das mag uns ja gar nicht. Unbeliebt. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn, für die zu kämpfen. Nee, das macht keinen Sinn. Wir fliegen weiter. Das war Satz mit X. Sternkarte ist doch hier. Also das ist ja jetzt total Banane. Dann bin ich mal, nehmen wir diesen Verteidigungsauftrag hier. Und hoffentlich... ist diese Verteidigung auch eine Mission, die halt nicht Stufe 11 ist. Irgendwie Schwierigkeit. Keine Ahnung, irgendwas da drunter. Schwarzmarktsystem. Oh. Warum kaufen? Ich will auch mal verkaufen. Millionen. Sind ja hier extra teurer. Was ist das denn urban nicht? Mit einer runden... das sieht ja aus. Ach so, das kommt wahrscheinlich immer darauf an, was so Teile gerade noch heile sind, dass er so viel kostet. Dann war der letztes Mal, den ich gesehen habe, da muss er nur am Bein gestanden haben. Bei 80.000 oder 800.000 waren es bestimmt. Ich finde es echt schade, dass ich nichts verkaufen kann. Oh doch, hier rechts klicken und zu verkaufen. Wunderbar. Gerade von den billigen. Die verkaufen nur einen, aber hier... Schön, schön, schön. Hätte man mal auch bei den Knotenpunkten mal darauf achten sollen, ob man da hätte auch was verkaufen können. Lass das mal.
Ach, jetzt sieht das mit dem Geld ja wieder viel, viel besser aus. Schick. Schick, 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 schick. So. Ich hoffe, na. Aufträge wollen wir hin. Verteidigung und... Hey, mein Freund, wir mögen uns doch. Da kannst du auch ein bisschen mehr springen lassen als 6 Verhandlungspunkte. Ah, ich glaube, ich mache lieber Schadensabdeckung ein bisschen mehr. Wenn die Mission ein bisschen teuer, höher wäre, Schwierigkeit ein bisschen höher ist. Ein wichtiger politischer Flüchtling sucht unseren Schutz. Wir haben gelernt, dass die Haus-Korita-Streitkräfte herausgefunden haben, wo sie sich verstecken. Auf dem Weg, und auf dem Weg sind. Gehe so schnell wie möglich hin und halte sie auf. Unser Bergungsteam wird direkt hinter dir sein. Ah, Kaffee ist kalt. Boah. Das macht einen richtig wach. Und das dreht sich nochmal schön im Magen. Boah. Kalter Kaffee. Warum habe ich das überhaupt getrunken? Er wollte es ja nicht verkommen lassen. Zuflucht oder oder Trümmer. Aha. Steht da unter Auftrag. Oh, was lädt's denn so lange? Jetzt 1, 2, nee, 3, 2, 1. Haben wir schon 20 Minuten gewartet hier. Hostiles are moving against remote habitations in system. We are the closest forces able to provide assistance to them, so let's make this count. Ja, befreundete Garnison erreichen. Nebenbei ein bisschen Bäume fällen. Da haben es ja auch Holzfäller nicht so schwer. War bestimmt ein Naturschutzgebiet. Da dürfen eh nur die Bäume benutzt werden, die halt schon. Ups, so runtergefallen sind. Oder sehr von Mutter Natur umgekippt sind. Schicken wir mal so ein paar Max durch Naturschutz, dann sind alle Bäume umgekippt quasi. Und da ist schon wieder ein Bäumchen umgekippt. Das ist aber ein Sturm. So. Ach, das ist riesengroß. Das Gelände. We've evacuated as much of the facility as possible, but a lot of people still call this place home. So doing your best to protect it isn't enough. I need your A-game, and I need you to execute it with ice-cold precision. Don't let me down. Nothing on scopes at the moment, but don't get comfortable. Ja, ich versuche ja schon irgendwie durchzulaufen, nichts kaputt zu machen. My kill. Gut gemacht. Ah, sehr gut. Target destroyed. Target acquired. Ah, fast getroffen. Target destroyed. Ah, sehr gut gemacht, Streber. Sind die nächsten Ziele. Greift jetzt ja nicht von der anderen Seite an, dann kriege ich einen zu viel. Enemy mech forces spotted operating in the area. Watch out for them. Fuck. Ah, sind drinne. Those enemies are getting too close for comfort. Push them back. Ja. Nicht da drauf schießen, du dumme Nuss. Target acquired. Zu nah, fuck. Got another one.
acquired. Gut gemacht. Target acquired. More hostiles entering the combat zone's perimeter. Brace for additional contacts. Ja, die Hälfte haben wir. Oh, man sieht die Raketeneinschläge. Gut gemacht. Da ist er. Ah, Beinchen ein bisschen getroffen. Wo rennt der denn hin, der Süße? Ist noch einer. Ah, die wollen uns weglocken, ne? Ah, diese dumme Mauer hier. Okay. Target acquired. Ah, wo war eine andere? Der ist da irgendwie hinter. Verbuggt. Kümmern wir uns erstmal um den Heli und dann holen wir uns den Verbuggten. Er ist hinter dem Hügel, Buggy Man. Oh, mach doch nicht so viel kaputt da, Jungs. Ist er auch Buggy oder was? Ne, auf der ganz anderen. Oh, das ist ja richtig dahinter. Ne, leck mich am Arsch. Alter, das kannst du dir gefälligst knicken, mein Freund. Da renne ich nicht hin. Naja, kommen noch zwei andere Mechs und machen die Verteidigung hier platt. Auf keinen Fall. Ja, pass ich auf. Wahrscheinlich müssen wir den töten, weil die nächste Welle sonst nicht kommt. Was ist jetzt los? Okay. Wo ist der? Der müsste doch da hinten sein. Ja. Target acquired. Feuer frei. Forested floors can be slick. Pay attention as you navigate. Ich treffe den gar nicht. Noch mit den Raketen gar nicht hier. Viel zu flink. Ich treffe ihn gar nicht hier. Gut, schnell zurück. Bad news, Commander.
More hostiles inbound on your position. Ja, habe ich mit gerechnet. Blondie. Sergeant Campbell! So, feindliche Mechs sind auch dabei. Wir müssen sie abfangen. Ziel eliminieren. Oh, wir sind noch so am Arsch der Welt hier. Oh, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Ziel eingeloggt. Ja, ich bin auch schon dabei hier, Mensch. Engage the hostiles to draw them off the buildings. Na komm, fall hin. Gut, nächsten. Blackjack. Klingt ja schon mal cool vom Namen. Jawohl. Dürfte nicht mehr so viel da sein, ne? Oh oh, das tut weh. Ich dachte, wir kriegen noch großen Fallschaden. Our employers will be pleased that we have held our ground and saved this facility. Good work, Commander. Ja. Konnte ich gar nicht so richtig den Blackjack betrachten. Ist bestimmt ein ganz cooler Mech gewesen. Ach, diese Ladezeiten. Ey, wir sind bald Stufe 5, Berufssoldat. Es geht voran. Und wieder kein Mech. Ja, wenn wir vielleicht noch hier so noch ein zweiter hocharbeiten, dass wir 2-3 Punkte mehr kriegen, könnten wir quasi Max einsammeln. Das wäre echt cool. Na ja, toll, hier kosten die M-Laser, haben sie 80.000. Wenn wir sie verkaufen, nur die Hälfte auf dem Schwarzmarkt zumindest. Ja, ich denke mal, die Ware kannst du wahrscheinlich nur als Gebrauchtware verkaufen. Erlittene Schäden gehen auch wieder. Habe ich mich lang bei den anderen Missionen so doof angestellt oder sind sie einfacher geworden? Ja gut, Raketen kannst du gar nicht mehr machen, weil glaube ich du ballistischen Schaden, die Raketen hast du nicht mehr. Die habe ich dir ausgebaut, Freeman. Ja, können wir sie alle wieder reparieren. Das sind aber alles nur Schäden für wenige Tage. Ja. Das ist gut. Gucken wir uns nämlich die Sternkarte an. Schwarzmarkt brauchen wir jetzt nicht, oder? Markt. Was ist denn das hier für einer? Ich habe keine Ahnung, ob das ein leichter, mittelschwerer 30-Tonner. 20, 20, 30. Also einer wie diese Jelvin. Der hat eine dicke Wumme auf jeden Fall dabei, aber... Ja,
Nee, ich spare das Geld. Für ein mindestens in der mittleren Klasse hier. Nee, warte mal, wo können wir denn als nächstes hin? Verteidigung. Auftrag X2, ne? Also zwei Vernichtungsaufträge. Den mit dem Attentat würde ich mir gerne mal angucken. Oder Überfall, wäre auch lustig. Springen wir erstmal hier hin. Müssen nur aufpassen, dass es die guten Auftraggeber sind. Ah, eben nicht. Also zumindest hier die, für die können wir arbeiten auf jeden Fall. Haus Kurita, Streitkräfte haben Waren beschlagnahmt, die durch Pescacola V transportiert werden. Viele der Luxusgüter verschwinden und Lebensmittel verderben, bevor sie verkauft werden können. Unsere Kaufleute haben genug und möchten dieser Scharade mit der Eliminierung dieser korrupten Beamten ein Ende setzen. Ach komm, das machen wir mal schnell. Wir sind befreundet. Schrottteile nur so einen haben wir nur, okay. Dann ist es, dann geht es hier nur ums Geld. Start. Also in dem Kriegsgebiet kämpfen dann zwei Häuser gegeneinander, ja. Mal gucken, ob es dann auch Kriegsgebiete gibt im R-Fraktion. Ja, diesen einen Questgeber hatten wir ja hier andauernd. Aber irgendwie geht es in der Hauptkampagne nicht weiter. Wir müssen irgendwie noch mehr aufsteigen, noch mehr Ruhm kassieren, keine Ahnung. Warum das mit der Hauptquest so nicht weitergeht. Eigentlich machen wir die ganze Zeit nur Nebenquests irgendwie. Oder müssen wir woanders hinfliegen? Ich habe sie auf der Sternkarte noch gar nicht gesehen. Hm. 3, 2, 1 und killen. Nein, schwarzer Bildschirm. Sichten und vernichten, sichten und vernichten. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Das hatten wir auch schon viel zu lange nicht mehr. Schön, schön, schön. This is only payable if we bring the entire group to justice. So you will have to search the area and ensure that everyone on our list is found and dealt with before we can pack it in. Ja, lass mich doch mal drehen hier. So, Gruppe, zu mir. Hm? Ah, okay. Wollte schon sagen, kriegst du mir kein Feedback? Der Kleine da hinten ist auch irgendwie der Langsamste, kann das sein? Die Ansicht ist schick. Target acquired. Ah, ein neues Ziel. My kill. Ja, es war dein Kill. Target destroyed. I'm showing nothing. Oh, der ist böse. That can be identified as our targets. We'll have to move on to the next nav point. Shit, 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 shit. Target destroyed. Target down.
Target destroyed. Target acquired. Target destroyed. Ah, der Raketentyp hier war echt böse. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Enemy eliminated. So, wir haben alles zerlegt. Target acquired. Target. Enemy eliminated. Zivilisten-Counter wäre noch ganz toll, wenn man so Gebäude zerstört. 500 Zivilisten getötet. Müsste man bei Star Wars auch einführen. Sternzerstörer zerstört. 10.000 Leute vernichtet. Einfach mal so nebenbei laufen lassen. Am Ende der Mission sieht man so, ah, 20.000 Leute. Cool. Oder so ein Counter für wirtschaftlichen Schaden. Jo. Target acquired. Yeah. Target destroyed. Oh, da geht's los. Erstmal dieser Turm weg. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Oh, da ist er. Hey! Target destroyed. Ah, scheiß Helikopter, fick dich. Was ist das überhaupt einer? Panzer. Ah, das sind ja mehrere. Scheiß Gebäude nervt. Ja, Asia Lady, wir müssen aber den da killen. Ich muss mal kurz. Dieser scheiß Helikopter da. Destroy. Ach, der macht es mit Maschinengewehr. Fuck you. Hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Gleich zwei von denen. Warum sind meine Beinchen gleich weg? Boah, ich bin fast weg. Arschkrampe. Okay, okay, zu mir. Ich brauche Deckung, ich brauche Schutz. Target acquired. Den dürfen wir zerstören. Ah, bleib hier, du kleine Sausan.
Super. Ich bin aber auch fast eliminated. Den einen, den wir vorhin geschossen haben, das war einer von unseren Zielen, ne? Okay, weiter zu mir, bei mir bleiben, Jungs und Mädels. Ja, das ist noch der Panther. Der da rumhumpelt. Super, noch auf das Hochhaus schießen. Damit es einstürzt. Auch hier die Zivilisten töten. Nieder mit euch. So, wo soll man hin? Abhauen, okay. Hast du gut gemacht, Asia Lady. Yeah. Ich finde, die Zerstörung macht schon im Spiel mächtig Spaß. Wenn die Häuser noch mehr einstürzen, wäre cool. Der Turm müsste doch schon fallen. Schiss. Zu stabil gebaut. Verdammte Axt. Wir sind rot, wie so ein Weihnachtsbaum, der brennt. Ah. Na, Freeman hat kaum was abgekriegt. Oh, vor uns ist noch einer. Das ist ein Türmchen gewesen. Ich hoffe, ich habe genug Schadensabdeckung gehabt. Scheiß Ladebildschirm. Ah, die werden uns sowas von hassen. So, was haben wir hier? Wir nehmen nur das teuerste vom teuersten. Gleich zwei Stück. Ah, haben wir schon neu im Besitz, aber egal. Gesamtschaden. Ich weiß gar nicht, ob unsere Abdeckung das alles abgenommen hat, aber passt schon. 21. Oktober, Leopold. Sternkarte, warte mal. Bevor wir irgendwas machen. Was ist das denn hier überhaupt? Quest mit hohen Belohnungen. Jetzt hier nicht, dass es irgendwie mit der Story weitergeht. Ich meine, die haben hier noch Aufgaben. Wo ist es nicht? Und dieser Überfall würde mich auch noch sehr interessieren. Ne, hier sind es für das falsche Haus. Da will ich jetzt nicht mitkämpfen. Ich frage mich gerade, wie weit muss ich denn noch meinen Ruf steigern? Ah, Haus Steiner. Jetzt sind wir schon mal mehr, ein bisschen mehr als neutral. Die anderen kennen wir noch nicht. Okay, interstellare Expedition. Söldner, Banditen, klar. Geächtete ist auch klar. Aber bei dem Fraktion sind wir auf jeden Fall, stehen wir nicht gut da. Ah, ba.
Achso, wir brauchen 5 Max. Nicht das hier. Das Zeichen ist ja für unsere Max. Warte mal ganz kurz. Wo sind wir denn auf der Sternkarte? Gibt es hier irgendeinen Knotenpunkt, der irgendwie cool ist? Wo wir vielleicht einen Mac kaufen können? Hunderttausend. Ich fliege aber hier hin, weil dann würde ich mir nämlich diese Mission mal angucken wollen. Überfall. Und warte mal, haben wir die Max repariert? Was können wir denn da machen? Eisen. Also hätte man es eigentlich schon ja, zwischendurch machen können, richtig, aber vielleicht. Ja. Das Geld geht eh weg. Also allein fürs Hin- und Herfliegen sind es ja 150.000. Ob ich es jetzt hier zwischendurch repariere oder hier reparieren, geht hier mehr Zeit drauf. Ist eigentlich auch blöd. Hätte ich nicht warten müssen. Kaserne. Oh, der sieht gut aus. Der sieht so richtig irre aus. Hier kann man gar nichts erkennen. Den Captain Markus sieht bei uns aus wie Captain Dawson. Glaube ich gar nicht verkehrt, wenn man einen auf Reserve hat. Und hier kriegen wir ihn dann auch. Dann kaufe ich den jetzt mal. Und wir brauchen. Meet you in the ready room. Eigentlich braucht man jemanden mit ballistischen Schaden, also der mehr lernen kann. Weil der ist ja hier gut für. Ja, der braucht eher einen Flinken. Energiewaffen 2. Also vom Bild her würde ich das Ding gerne nehmen, aber hier ballistische Waffen. Wäre neue mit der dicken Wumme wichtig oder Laser, aber da ist ja beides schlecht drin. Ich habe keinen Raketentypen. Dann nehme ich doch lieber den, der kann hier bis zu Energiewaffen 5 aufsteigen. Der kostet auch mehr. Blechbirne. Blanco Blechbirne. You looking for a dedicated gunner? Ah. Auch eine Frau? Naja, sieht man nicht bei diesem Helm. Bread and ready, Commander. Oh, der hat einen russischen Akzent. Scheiße. Den hätte ich auch gerne haben wollen. Ah. Tut mir leid, nächstes Mal. Das ist ja ein Ding. Ich dachte, da fehlt noch ein bisschen was, als ich den gekauft habe. Aber das ist alles? Mehr hat er nicht dran? Ja gut, das ist halt so ein kleiner, ne? Also 30 Tonner, genau wie hier unser Jarlwin. Aber sagen wir mal, einen Mac auf Reserve, falls mein Pilot krank ist oder wir einfach einen besseren Mac haben wollen. Haben wir auf Reserve, passt schon. Und wohin mit dem ganzen Geld? Ah, reparieren wir mal. Reparieren. Und ich glaube, dann würde ich auch die Folge erstmal beenden. Und ja, wenn sie euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo, die es noch nicht gemacht haben. Uns unterstützt die Schrottgang. Wir brauchen Abonnenten und bessere Aufträge. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.